Yo, servus Freunde, willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Yannick, Hammes und ich hatten eine kleine Mission in der Schweiz zu erledigen, zu der wir aber in einem späteren Video kommen werden. Da es aber zeitlich gepasst hat und wir auch in der Nähe waren, haben wir uns für ein paar Stündchen den Bikepark in der Lenzerheide mal genauer angesehen. Und so viel kann ich sagen, in echt ist das dann mal wieder was ganz anderes als das, was ich aus diversen anderen Videos kenne. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Erstmal den fahren, den blauen. Ja, ja, lass uns erstmal warm rollen. In der Regel fahre ich mich auf solchen blauen Flowlines warm. Den restlichen Tag über verbringe ich dann aber oftmals auf anderen Strecken. Allerdings hat diese blaue Flowline anders Spaß gemacht, da man hier hin und wieder auch mal ein paar Wurzeln oder Steine überqueren muss. Ebenfalls gibt es diverse lockere Sprungmöglichkeiten, die man natürlich auch alle überrollen kann. Zu dem Panorama muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Falls dir die Aufnahmen der blauen Line zu lange sind, kannst du sie gerne vorskippen. Die verschiedenen Lines sind in der Timeline markiert. Oh, zu kurz. Oh. Ooh.
Schade, von diesen kleinen Sprüngen könnte ein bisschen mehr kommen, das wäre geil. In diesem Bikepark gibt es nicht allzu viele Strecken, aber die, die da sind, haben es aufgrund ihrer Bauart und Länge echt in sich. Es gibt eine blaue Flowline, eine rote Primeline und eine schwarze Straightline. Hinzu kommt aber noch eine rote Styleline sowie eine schwarze Shoreline, welche man über die rote Primeline erreicht. Unser nächster Schritt war es, uns bei einer gemütlichen Abfahrt die Primeline einmal anzusehen, was besser funktioniert hätte, wenn wir gewusst hätten, wo wir lang müssen. Was ist da denn? Boah, Dicky. Boah. Boah, Alter. Junge. Was war denn das für eine coole, ey? Das hier oder da? Jetzt haben wir hier hoch. Yo, Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, das, lieber Dominik, nennt man eine World Cup Strecke. Das ich dann beim Schneiden auch erst gerafft habe. Alter, warum ist er denn jetzt so schnell? Was? Sorry, mein Fremder hat voll Druck gerade. Ich muss den. Oh Mann, ey. Ja, pass auf, da unten kommt links ein großes Gap, ne? Jo, Alter, Junge, was ist das denn? Sind die hier komplett bescheuert? Das ist einfach eine tolle Line. Die kommen ja, glaube ich, zu diesen komischen schnellen Sprüngen. Ja, dann lass mal darüber. Ich finde ruppige Abfahrten ja auch cool, aber wir hatten einfach an diesem Tag mehr Bock auf Sprünge und sind die Straightline demnach gar nicht komplett gefahren. Ja, das, wenn wir das jetzt irgendwie mal von oben finden würden, wäre cool. Junge, die ist aber größer als ich dachte. Können wir den nochmal rollen? Hä? Können wir den nochmal rollen? Ja, können wir machen. Okay. Ist fertig. Boah, Junge. Alter. Hab da gerutscht.
sind das denn für... Alter, da musst du aber mit richtig Schmackes ankommen, ey. Mach mal zehnmal schneller sein. Ja. Boah, junger Diggi, ha? Ja, aber hier, das ist definitiv nicht ohne. Ja, okay. Was willst du machen? Das ist die Strecke, das ist die größte. So. Was? Wir müssen mal gucken, ob man hier das, ob man das nicht irgendwie noch anders fahren kann. Das letzte Stück. Sollte aber schon reichen, gell? Ich muss nur den weiter außen hier fahren. So. Ja, geil! Ich finde, das Schwerste ist, was man nicht da reinfällt. Ja! Cool! Der macht echt Spaß!
Hände. Ja, dass du jetzt auf dem Schwung stehen bleibst, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mann, ey! Fuck, ey! Das kann nicht wahr sein! Ah, scheiße, Mann! Schon wieder verkackt. Das Rote sind keine Sprünge, sondern... Okay. Ach so, ja. Ja, alter Schwede, ey, Junge. Boah, Alter, mir ist da irgendwas voll ins Rad geflogen, ey. Boah.
Also ich fand North Shore mal total geil. Irgendwie bin ich mittlerweile raus. Okay, Fazit am Ende des Tages. Blaue Flowline macht mega Bock und ist perfekt zum Warmrollen. Die rote Primeline war unser Favorit. Super geil gebaut und coole Sprünge dabei, welche nicht zu groß und nicht zu klein waren. Da ich auf unserem Schweiz-Trip noch mehr vorhatte, habe ich auf der Styleline und auf der Shoreline nichts riskiert. So ein bisschen bereue ich es ja schon, dass ich die schwarze Straightline nicht mal probiert habe, aber im unteren Teil wurde sowieso gearbeitet, demnach war es nicht ganz so schlimm. Mich würde aber eine Sache interessieren. Erstens, wart ihr schon mal dort? Und zweitens, falls ihr auf Downhill Action steht, würde sich dieser Park für euch überhaupt lohnen, da es ja nur diese eine schwarze Downhill Line gibt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. An jeden, der bis hierhin geschaut hat, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich über ein Abo und über einen Daumen freuen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Biken. Liebe Grüße gehen raus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.